Assassin's Creed, es sollte eigentlich klar sein, was das ist, aber ist uns wirklich klar, was Assassin's Creed ist? Ich meine, denkt mal drüber nach. So ganz eigentlich, was ist denn Assassin's Creed? Nun, meine Gedanken zu diesem Thema erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Als Assassin's Creed 1 rauskam, war das eher ein Experiment, eine neue Sache. Kann man das machen? Ist der Markt dafür da? Spielen Leute das? Das hatte einige Kritikpunkte, die dann im zweiten Teil behoben wurden. Der zweite ist, denke ich mal, ohne Frage einer der besten. Brotherhood ist dann wahrscheinlich auch wieder fraglich, aber das Beste. Revelations war schon so, na, langsam ist es irgendwie immer dasselbe. 3 ging dann in eine völlig andere Richtung. Denn in 3, da haben sehr viele, also Assassin's Creed 3, da haben sehr viele Leute bemeckert, dass es sich nicht mehr nach einem Assassin's Creed angefühlt hat. Dass es sehr bombastisch war, dass es sehr inszeniert war, dass es durchaus auch sehr linear war, dass sehr, sehr viel Action da war und gar nicht mehr so viel Meuchelmörder und Meuchelmorde. Assassin's Creed 4 jetzt spielt in der Karibik, wie die meisten von euch wissen werden, und auf Schiffen. Teilweise, meistens. Ihr seid Pirat. Was hat das noch mit Assassin's Creed zu tun? Assassin's Creed zu tun. Genau. So viele Essen da teilweise drin. Nein, versteht ihr, was ich meine? Die Frage zu stellen, was ist eigentlich Assassin's Creed, scheint zunächst eigentlich sinnlos, denn wir wissen, was Assassin's Creed ist. Assassin's Creed ist ein Spiel, wo ihr ein Assassine seid, der gegen die Templer geht und der die Welt rettet, zumindest vor den Templern. Das sollte eigentlich klar sein. Da gibt es dann die Mechaniken, die es eben in dem Spiel gibt, dem Hochklettern, dem Meucheln, dem, ja, was es nicht alles gibt an Waffen, das Kampfsystem, was schon immer genauso leicht ist, wie es von Anfang an war. Und das ist dann Assassin's Creed. Gleichzeitig natürlich immer noch die Geschichte im Animus. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Assassin's Creed ist nicht Alter I oder Ezio. Oder Connor. Assassin's Creed letztendlich ist der Name für eine Welt, die im Animus passiert. Der Entwickler kann also alles machen und es als Assassin's Creed verkaufen, solange es dieselbe Engine hat, beziehungsweise dieselben Funktionen, also das Klettern, das Meucheln, solange es das gibt, solange es die Schleichmissionen gibt, solange es die Verfolgungsmissionen gibt, solange es Meuchelaufträge gibt, ist es ein Assassin's Creed. Und das ist egal, wann es spielt, egal wo es spielt, egal wie viel noch da ist, egal ob Templer und Assassine mitspielen, mal ganz ehrlich, es ist und bleibt ein Assassin's Creed dadurch, dass es im Animus spielt. Jetzt sagt ihr erstmal, hä, wie? Und genau den Punkt möchte ich heute machen. Assassin's Creed ist zumindest jetzt, wo ganz eindeutig die Marke nur noch gemolken wird, ist Assassin's Creed ein Spiel, was so ziemlich alles sein kann. Weil Call of Duty, da wissen wir es, das ist ein Ninjara-Shooter, der gerade ausrennt und der halt dann in verschiedenen Settings das macht. Und genau das ist Assassin's Creed auch. Ihr könnt noch so eine riesig übergeordnete Story haben. Wenn jetzt der nächste Verwandte von Desmond, den ihr spielt, im Animus, wenn der afrikanischer Stammesherr war, im, weiß ich was, in den Zulu-Kriegen, wenn der Samurai in Japan war, wenn der preußische General war, das alles ist Assassin's Creed. Der kann sogar Autorennfahrer im 1930er Jahren gewesen sein. Dann gibt es ein Autorennenspiel mit Namen Assassin's Creed. Es ist immer noch ein Assassin's Creed. Versteht ihr? Den mindblowingly mindfuck hinter der ganzen Sache ist, dass wir FIFA kaufen, weil wir einen Fußballspiel erwarten. Dass wir Battlefield kaufen, weil wir große Multiplayer-Karten erwarten. Und wir kaufen Assassin's Creed mit der Erwartung, Assassin's Creed zu bekommen. Aber Assassin's Creed ist nicht das, was wir eigentlich denken. Assassin's Creed ist der Name, ist zumindest jetzt eine Marke geworden. Man könnte das nächste Splinter Cell Spiel als Assassin's Creed verkaufen. Ja? Selbst ein CIA-Agent in den 60er Jahren könnte ein Assassin's Creed Spiel sein.
Es muss nur im Animus geschehen und in irgendeiner Form in die Hauptstory passen. Es werden immer Templer und Assassine mit in der Hauptstory sein, das ist meine feste Überzeugung. Und auch in der Animus-Story werden sie immer sein, das sehen wir ganz klar in Assassin's Creed 4. Wir haben zwei parallele Stories, die laufen und eine von den beiden ist immer Assassine. Ich persönlich denke, man sollte nur die eine haben, die andere hat eigentlich nichts zu tun. Und das Spiel hat ein sehr großes Problem, wenn es dahin kommt, dass es irgendwann sich loslöst von den Assassinen, weil das darf ja nicht, das ist ja im Namen, das muss ja immer da sein. Und ich denke, dass alle Leute, die sich darüber aufregen, dass Assassin's Creed zu actionreich geworden ist, dass Schifffahren nichts damit zu tun hat, sich ganz genau nochmal nachdenken sollten und überlegen sollten, was das Spiel eigentlich ist. Denn es ist nicht mehr Alter, ihr spielt in seiner Welt, Ezio in seiner Welt. Von vornherein habt ihr im Animus gesessen und eigentlich Geschichten nachgespielt. Nachgespielt, wie ihr Geschichten nachspielt. Inception, hoch 3. Und genau das passiert hier. Assassin's Creed 5 kann meinetwegen im Weltall spielen. Es wäre immer noch ein Assassin's Creed Spiel, einfach nur, weil der Entwickler de facto alles machen kann, solange Abstergo und die Assassine mit dabei sind. Von daher bin ich sehr gespannt darauf, was in Assassin's Creed 5 und 6 kommen wird. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es noch actionreicher wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie noch weiter weggehen von dem eigentlichen Kern, der Assassin's Creed 2 und Brotherhood waren. Und ich finde, dass das negativ ist. Ich finde, dass noch weiter wegzugehen von diesem Kern, der Assassin's Creed 2 und Brotherhood war, sehr, sehr negativ ist. Denn ich persönlich fand, das waren sehr gute Spiele in einer guten Welt, die gut funktioniert hat. Und Assassin's Creed 3 war schon so, dass man gesagt hat, man vermisst irgendwas. Man vermisst doch das etwas ruhigere Vorgehen. Es war doch zu actionreich. Ich wir haben es Platin gegeben, weil ich gesagt habe, es ist eine geile Welt, es ist richtig cool gemacht, aber so ganz wirklich, wenn die Linieninfanteristen der Briten auf einen zukommen, in riesiger Linie auf dem Schlachtfeld, dann fragt man sich, was hat das noch mit dem Meuchelmörder zu tun, der nur in seinem Assassinen-Gilden-Clan in seiner Stadt sitzt? Ja. Also, mein Fazit wäre, Assassin's Creed ist ein Spiel, was eigentlich alles machen kann, was es gibt, alleine durch die Hauptstory des Animus gegeben. Aber ich persönlich finde, dass sie es auf keinen Fall tun sollten, sondern wieder zurück, wenn sie überhaupt noch eins machen, und das werden sie, wieder zurückgehen zu den Wurzeln, die sie hatten. Ein Spiel in der Antike, im antiken Rom, ein Spiel im Mittelalter, ein Spiel in Japan. Kein Spiel mehr in der nahen Vergangenheit. Schusswaffen sind eine große Sache, die sehr, sehr actionreich auf einmal sind. Und auch im Mittelalter keine actionreichen Dinge machen. Im Mittelalter haben wir noch gar nicht gehabt. Ich finde, das ist eine gute Sache, die man durchaus machen kann. Vielleicht der französisch-englische Krieg oder Heiliges Römisches Reich Deutscher Nationen. Da gibt es genügend Burgen, die man erklimmen könnte in einer wunderbaren Fantasiewelt, die es so vielleicht gar nicht gibt. Also ich denke, es gibt einiges noch an Content, das sie machen können. Aber ich würde sagen, auch wenn losgelöst Assassin's Creed 3 und 4 tolle Spiele sind, sind sie nicht mehr das Assassin's Creed, was wir eigentlich alle gerne haben wollen. Ich denke, dass mir machen die Spaß. Ich finde das Actionreiche cool, aber ich finde, dass zum Beispiel Assassin's Creed, ich habe es im Test gesagt, Assassin's Creed 4 nicht Assassin's Creed heißen sollte und nichts mit Templern zu tun haben sollte, sondern wirklich nur Black Flag sein sollte. Es wäre besser gewesen, wenn es ein Piratenspiel gewesen wäre, denn irgendwie hat man immer da gesessen und gesagt, das hat doch eigentlich nichts mehr mit den Assassinen zu tun. Die sind zwar auch in der Welt, aber die sind nur in der Welt, damit das Assassin's Creed heißt und alle Leute es kaufen. Und das darf nicht mehr passieren. Also, zurück zu den Wurzeln, liebes Ubisoft. Oder einfach direkt ein neues Spiel machen, was nicht mehr Assassin's Creed ist. Und nicht alle paar Jahre neue Assassin's Creed rausbringen. Vielleicht ein bisschen länger warten und sich Gedanken machen, wie können wir zurückgehen zu den alten Wurzeln, dass es wieder spaßig ist. Meuchelmörder. Assassine sind Meuchelmörder und keine Frontschweine.
Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt abonniert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.